Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wir werden heute weiter an der Bank arbeiten. Ich habe dann doch das Fundament fertig gebaut. Das heißt, Marbelfläche oben drauf, schon mal die nächsten Steine mit draufgelegt und die Pillars sozusagen, wo sie dann hinkommen sollen, hingelegt. Und das ganz Wichtige ist, wie man sieht, das Ding ist schon mal geschrumpft. Es kann jetzt aber auch sein, dass er noch mal länger wird. Der ganze Klotz hier. Weil ich noch nicht ganz sicher bin, wie ich den Innenraum gestalte. Ah, das ist ja. Das sowas entsteht ja bei mir immer spontan. Ne? Also, ich habe zwar. Meistens schaue ich mir irgendwas an und sage, okay, schaut nicht schlecht aus. Das gefällt mir. Das könnte man übernehmen. Und dann kommen meine eigenen Ideen dazu. So, wir brauchen als allererstes aber bitte schön von Architectures Craft das schöne Teil hier. Ground lasse ich gleich mal da. Momentan nicht brauchen. Sehr dunkel. Wahnsinn. Ja, also wie gesagt, das wird jetzt entstehen durch ja, probieren, scheitern, nochmal probieren, besser scheitern, fertig machen. Sagt, es müssen halt in diesem Bereich dann die ganzen Sachen rein, die ich halt gerne in der Bank haben möchte. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einmal die Möglichkeit, dass wir die, also die ganzen, das ganze Enderzeug herstellen. Das passiert auf der einen Seite von der Bank. Bin der Meinung, dass das mehr hier passieren wird. Dann gibt es noch einen zweiten Bereich, wo dann sozusagen die Münzen geprägt werden und alles sozusagen dann auch rüberläuft in diesem Bereich. Und das ist halt sozusagen der öffentliche Bereich, einmal halt Empfang mit, ja, mit Bankschaltern und bla bla. Und dann gibt es sozusagen links und rechts Tresore. Und dieser Bereich wird auch so gebaut, dass er geschützt ist. Also, darum sage ich ja, ich bin mir noch nicht sicher, wie das ganze Konstrukt am Schluss dann doch ausschaut. Ja, weil zum Beispiel, ich hab jetzt momentan im Kopf, hier kommen Pillars hin, und dann sollen hier Fenster hin, aber die sollen natürlich nicht komplett, ja, wie so schön heißt, eckig ausschauen, sondern das soll halt auch ein bisschen Geschnörkel mit dabei sein. Und normalerweise ist es ja dann so, dass ich dann Geschnörkel sozusagen mittendrin habe und dann kann es passieren, dass das drei dick wird. Ja, wir werden sehen. So, als erstes hätte ich mal gesagt, schaue ich mir mal die Pillar an. Und ich hätte gesagt, von den Pillars, ja, was schaut denn mit am besten aus? Ist eigentlich, ja, der da. Schaut mit am coolsten aus. So, das heißt, ich brauche jetzt dann meinen Marble. Einmal hier. Dankeschön. Schlimme ist jetzt eigentlich, ne, es ist ja connected. Oder auch nicht connected, wenn ich es mit dem Zeug mache, weil ich hätte es ja gerne. Eigentlich round. Beziehungsweise genau. Classical. Klassisch. Okay. Das heißt für mich, ich habe unten eigentlich den da. Darum muss ich jetzt gerade noch mal gucken, ob es da noch einen besseren gibt.
Nein, dann muss ich umschlüsseln. Gefällt es mir am besten. Ich hoffe, dass ich mir das dann auch merke. So, genau. Und jetzt machen wir erstmal 8 von diesen schönen Pfosten. Heißt jetzt 1, 2, 3. Was denn? Nein, die kommen ja immer hier hin. Bei 3. Gut, dann war jetzt Nummer 1, 2, 3, 4, 5 auf der anderen Seite. 1, 2, 3. Okay, schaut eigentlich ganz gut aus. Dann hätte ich gesagt, machen wir jetzt sozusagen den da. Und ich lasse einen übrig. Aber das mache ich anders, indem dass ich einen raus tue. Dann habe ich jetzt meine Pillars. So. Und jetzt kommt noch dazu, dass wir sozusagen hier Baustelle haben. Und ihr wisst ja, Baustellen kriegen bei mir Scaffolds. 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, fünf. Da, hä. Heißt, ich brauche noch mehr. Jeden Fall von schauen die Pfosten ganz witzig aus. Auch wenn sie durchgehend bestimmt cooler ausschauen würden. Aber ich habe das Material nicht dafür, weil da brauche ich ja Netherkristalle bis zum Abwinken. Auch so. Halt. Kann ich nochmal welche machen? Alles. Okay, also die Pfosten sind ja schon mal jetzt richtig. Ja, und wieder meine Venen. Lustigste ist, hatte glaube ich jetzt Minimum eine Stunde keine Probleme. Bei auch hin. Hier. 1, 2, 3, 4, 5.
Ja, dann haben wir das doch schon mal alles. Dann muss ich ja wieder den da machen. Weil den habe ich hier vergessen. Und dann brauche ich noch mal zwei. Weil das heißt, der kommt noch dahin und der kommt noch dahin. So, dann brauche ich jetzt noch mal 15, 15, 20. Danke. Dann habe ich jetzt noch 11. Und ich wollte den da haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Der fällt weg. Eigentlich alles nicht aus. Noch gleich. Muss ich noch mein Effort aufbauen. Ich habe jetzt noch ein, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Stück, drei habe ich noch, brauche ich noch vier. Drauf, Deckel auf. Auf. Auf und ich habe einen vergessen. Schaut alles ganz gut aus. Wir legen uns mal hin, nicht, dass wir jetzt gleich Besuch kriegen von irgendwelchen Konsorten, die wir nicht wollen. Okay. Schaut schon mal nicht schlecht aus. Heißt ja, da kommt jetzt dann der Bereich hin. Okay, dann muss ich mir jetzt mal was angucken. Und zwar, ja, eigentlich bräuchte ich jetzt den da. Ist nur die Frage, mache ich das jetzt auch mit Marble? Auf jeden Fall nicht mit Pillar. Problem wird jetzt nur sein, ich werde jetzt aus dem Pillar nicht mehr normalen Marble rauskriegen, ne? Oder vielleicht doch? Krieg ich. Drei davon. Das ist jetzt nicht schlimm. So, und wir schauen uns mal von Weitem an, wie das Ding jetzt bis jetzt ausschaut.
Ganz unzufrieden bin ich jetzt nicht. So, das heißt, hier oben drauf kommt auf jeden Fall nochmal, aha, und da weiß ich, was ich mache. Ich mit. Autsch. Heißt, das, was oben ist, habe ich ist auch unten und umgekehrt. Ah, komm. Das muss ich mir mal anschauen. Ich habe doch, habe ich da, gab's nicht mal einen Marble? Ja, der, wo so Goldelemente drin hatte, ja, ne? Das ist das, was ich drüben an den Stufen habe. Wer der da? Wie würdest du ausschauen, wenn ich dich jetzt da reinmache? Du hättest so Allüren drin. Muss mir auf jeden Fall noch mal schnell Marble holen. Das machen wir gleich. Bin halt momentan teilweise nicht zufrieden mit dem. Wie gesagt, ja, schaut nicht schlecht aus mit dem Bereich, aber ich weiß halt nicht. Eigentlich müsste ich Standard Marble nehmen. Ich nehme auch Standard Marble erstmal. Ja schon. Ja, dann irgendwann das ganze Zeug wegschmeißen. Bin auch momentan noch beim Überlegen, ob ich einen Pfostenelement raushau, weil mir gerade, wo ich geschüsselt habe, gesehen hat, da gibt es so goldene Creeper-Köpfe, dass ich da vielleicht einen austausche und die dann da reinmache, so als vorletzten. Wird sich zeigen. So, okay. Also ich habe jetzt auf jeden Fall das mal viermal. Dann nehme ich das auch noch viermal. Das bräuchte ich eigentlich nur einmal. Dann habe ich noch den. Efforts packe ich weg. Dann habe ich noch den. Einmal nach oben. Meine Frage ist jetzt halt, wo ich das jetzt hinbaue. Eigentlich. Schlimme ist halt wirklich, ich brauche davon einen. Bin gerade beim Überlegen, ob das nicht vielleicht Sinn macht, dass ich den hier oben auch zwei. Nein. Oder?
natürlich. Doof aus. Das heißt, ich muss mir ein Scaffold. Scaffolds muss ich umbauen. Heißt, alle Scaffolds abreißen. Werde gleich euch alle brauchen. So. Kann ich irgendwas ablegen, was ich momentan nicht benötige? Scaffolds hat er liegen gelassen. Auch noch was liegen gelassen? Nein. Also, das heißt jetzt, wir gehen jetzt dann hier nach oben. Das dann noch mal. Alter. Eins, zwei, eins, zwei, dann kommst du daher. Eins, zwei, eins, zwei, dann kommst du daher. Mich nicht. Und jetzt ist mein Problem, dass mir die Scaffolds ausgehen. Das heißt, ich werde jetzt noch mal halt einen Pfosten brauchen. Ah, und ich bin höher. Ich bin hier hinten höher als drüben. Das sollte man auch noch gleich machen. Sieht nicht Käse aus. Oh. Eichen. Scaffolds bauen. Und kann gleich noch eine Kiste mitbringen, damit ich das ganze Gedöns reinschmeißen kann, das, was ich nicht mehr gebrauche. Hervorragend. Gleich mit. Gesagt, das ist das Schöne an den Scaffolds. Man kann das Ding jetzt eigentlich komplett einrahmen. Alles raus, was man ungefähr braucht. Der Bereich, das ist der Bereich über. Und wir legen. Heißt, ich bräuchte auf jeden Fall ein paar Scaffolds. Das heißt, Scaffold.
Bei den Scaffolds brauche ich was? Ich brauche Woodframe Boxes. Hier. Okay. Hab schon mal einen Vorteil. Weiß, für was ich mein Holz gebrauchen kann. Bei 8,6. Bei 5 hat er noch. Ha! Ja. Begeisterung. Heißt, wir werden jetzt demnächst auch mit der Kokerei anfangen müssen. Wenigstens so weit, dass wir die Kucköfen aufbauen können oder den Pyrolyseofen demnächst dann auch noch bauen. Weil wie man gerade sieht, ne, uns geht das Lubrikant aus. Ich habe jetzt noch da oben 8378 Stück drin. Ja, ich habe jetzt noch 3500. Also, das heißt, ich habe dann noch 500 drin, dann ist vorbei. Das heißt, ich muss da auch dann anfangen. So, habe ich hier noch einen Vierer? Ich glaube, der ist drüben. Ihrer Sticks rein, Sticks rein. Rein. Auch mit rein. Ich mal schnell rausholen, Nummer 2. Besser durch 4 teilbar. 1 zu 1. Schauen wir mal, ob wir das mal rauskriegen. Stück. Und Gott sei Dank ist eine Sache, was wir mittlerweile haben, diese Planks. Dann laufen wir schon mal die Scaffolds. Da habe ich früher andere Probleme gehabt. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt halt noch eigentlich so viel machen. Wie gesagt, ich müsste jetzt eigentlich langsam mal das Holz, also die Holzverarbeitung, in Beschlag nehmen, dass die auch losgeht, ne? Ich müsste, ja, Bank sind wir gerade beim Bauen. Also das wird halt momentan leider nichts anderes übrig bleiben, außer dass wir jetzt halt die Gebäude fertigstellen müssen. Gebäude anfangen müssen. Weil das Hauptproblem, was ich ja mit habe, ist, es kommt halt noch dazu, dass wir Stromkabel verlegen müssen. Wo ich halt momentan das Kabel noch nicht habe. Oh, ist mal wieder eine Reihe Kiste fertig geworden. Fünf. Ellen kann ich draußen lassen. Als ist Scaffolds nämlich mit. Der müsste auf jeden Fall genügend haben, dass ich das fertig kriege. Sind sogar alle fertig.
brauchen ja Symmetrie wieder. Ja, was jetzt halt mein Gedankengang noch ist, da oben, das ist halt auch doppelt zu machen. Wollen wir auf jeden Fall jetzt noch mal ein oder zwei, nee, jetzt machen wir gleich zwei Sticks Marble. Halt das dann davor mach. Mach mal auch so. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin, nach oben. Boom. Jetzt muss ich mir das mal von Weitem anschauen. Wie gesagt, den, also To-Do-Liste steht bei mir. Inneneinrichtung dafür. Kuhstall. Das Ding soweit ausbauen. Bank fertig bauen. Den oberen Stockwerk von der Raffinerie fertig bauen. Lager automatisieren, also Lager teilweise automatisieren. Bereich für Witchery vorbereiten. Gewächshäuser unten hin machen. Das sind Sachen, die jetzt bei mir auf der kleinen To-Do-Liste stehen. Dann ist jetzt sozusagen noch dazu gekommen, die Holzverarbeitung endlich dann on air zu kriegen. Wenn ich es auch erstmal so mache, dass ich nur die Maschinen reinbaue, damit wir da drüben das loslegen können. Dann kommt daneben die Kokerei. So, und wir gehen jetzt mal darüber und gucken, wie es ausschaut. Ich finde doch gar nicht mal so schlecht, auch mit diesen zwei hoch, schaut ganz gut aus. Und dadurch, dass das unten jetzt drei hoch ist und oben dann nur zwei hoch, ist das perspektivisch gar nicht mal so schlecht. So, und ich bin jetzt natürlich zuerst nach oben gegangen, bevor ich mir meine Sachen. Ich nehme jetzt da nochmal welche mit. Und ich sehe das schon kommen, dass diese Spitze da, was ich jetzt hier mache, riesig wird. Was ich jetzt natürlich noch vergessen habe. Ich schlumpf. Der untere Bereich, der hier. Das Zeug kann ich natürlich hier lassen. Ha, ich habe ein Problem. Das Ding hier ist gerade. Das wird interessant. Oh Mann. Auch auf jeden Fall das unten drunter. Ich habe das natürlich schön brav verwechselt wieder. Das bleibt da, das geht mit. Und ich brauche auf jeden Fall auch Erdblöcke, weil ich das da hinten kleben muss, sozusagen hier.
Dung, 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 dung. Oder überhaupt nicht hoch aus. Ich hoffe gerade irgendwie, dass es eine Art Ecke gibt, weil ich kriege gerade Respekt, wie hoch das jetzt schon ist. Also es ist jetzt nicht ganz schlimm, wie gesagt, habe ja da vor, das auch so Pfosten hinzumachen und das noch zuzumachen. Aber holla die Waldfee. Gibt's da eigentlich irgendwas? Weil sonst habe ich halt das Problem. Wie gesagt, es ist halt nicht. Ah, vielleicht geht's auch andersrum. Werden wir sehen. So, ich brauche auf jeden Fall davon nochmal 8. Von der Seite nehme ich nochmal 4 mit. Von der Seite nehme ich 8 mit. Nimm einen mit und die restlichen 4. Also, du kommst nämlich jetzt dahin. Woher der ausgehen? Oder auch nicht? Es wird mächtig. Wahnsinn. Okay, dann hätte ich gesagt, gehen wir hier hin. Brauche ich nicht. So. Heißt jetzt, ich muss jetzt dich nehmen. Ja, hätte ich nicht mal gebraucht. Okay. Und so nuckelt. Gut. Kann auch in der Geraden arbeiten. Au. Ein. Ja, es ist mächtig. So. Es ist halt nur die Frage, wie kann ich das jetzt am besten machen, dass das von unten nicht Käse ausschaut. Ich bin gerade sogar beim Überlegen, ob ich sogar nochmal abmache und nochmal eine nach oben verlege, dass es doch oben drauf steht. Und zwar vorne. Das weiß ich aber nicht, gar nicht, ob es das geht, dass es dann vorne drauf ist. Ich hoffe. Weil könnte ich eventuell mit Dächern arbeiten. Ja.
sozusagen jetzt dann Bereiche, wo ich jetzt das dann schräg mache. Jetzt bei Classic dabei, ne? Ich muss mir da das mal angucken, wie das ausschaut. Jetzt ich so mache. Ja, okay. Das meine ich jetzt mit dem Magneten. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt das Ding wieder hin ist. Ich könnte das sozusagen so mit abschließen. Könnte diese Reihe hier wegmachen. Aber ich würde es halt eigentlich gerne hier vorne draufsetzen. Und dann bin ich mir auch nicht sicher, ob. Ja, doch. Oh. Ich kann es ja mal probieren. Ja, das Problem ist halt, wenn ich hierhin mach, dann steht er hinten. Das möchte ich ja nicht. Das heißt, ich muss das Ding eigentlich rumdrehen. Hervorragend. Also das heißt, den da nehmen. Und den da. Jetzt so herstellen. Dass er hier steht. Ach, Leute. Natürlich auch hingehen und sagen, ich mache es jetzt so. Und lass den hier anfangen. Okay, das hier wird man von unten jetzt dann nicht sehen. Dann nur die Frage, kriege ich das auch so hin? Das Schöne ist, ich weiß jetzt auch schon mal, dass man das hochkant hinstellen kann. Nein. Wird jetzt bestimmt so 100 Brezen. Dahin. Auch noch einen hin? Nein. Ah, wie gesagt, es geht halt mir jetzt gerade darum, wenn ich jetzt das dann so mache. Das muss ja bis hier hingehen. Na, da kommt es dann, sagen, da kommt dann ein Flachdach drauf. Hier kommt dann eine Schräge drauf, dass hier halt nicht runterregnet. Gerade von mir selber fast auf nicht begeistert, weil ich ja, gerade komplett rumschwimme. Plansche, Plansche, ja. Eigentlich weit machen.
Was? Das geht jetzt nur darum, dass wir es so weit machen, man versteht, was ich vorhab. Hab's gewusst. Tschüss. Halt leider kein ja reguläres Dach, als so richtig auffängt. Nein, dann haut's einen runter. Möchte wenigstens den Rahmen soweit sehen. Und jetzt kann ich ja mal sozusagen mit diesen Cobblestones anzeichnen. So, der stimmt ja. Machen wir das mal meinetwegen so. Heißt ja, hier ist das, hier kommt das Dach hin, einen leer, zwei leer. Einen leer, einen leer. Zwei leer. Ja, und jetzt muss man sich das halt dann vorstellen. Sind halt so solche genauen Pillars wie hier unten. Hin, beziehungsweise mehr schlafen schnell mal. Genau. Das heißt, das ganze Ding wandert ja nochmal nach vorne, nochmal ein bisschen nach oben. Ich hätte es zwar auch gerne mehr abgeflacht, aber wie gesagt, da hätte ich Schüssel und Bits gebraucht. Das gibt es aber noch nicht in der Version. Das heißt, wir ziehen hier dann Pillars hoch. Und wie gesagt, die kann ich ja nur so hochziehen, so hoch, wie es halt geht, welche den Dächern. Das Dach, darum baue ich auch die Dächer, dass das halt auch in dem Dachverschlag dann verschwindet. Ja? Also dann, und dann wird dann vielleicht hier kommt dann halt irgendein Symbol rein für das Geld. Für ein C vielleicht, für Coins. Coinbank. CB. Ja, mal gucken, was mir da einfällt. Ja, so groß ist aber auch nicht, dass ich da ein C und ein B einfach reinbasteln kann. Und sonst fehlt mir wieder Schlüssel in Bits. Ja, aber ich finde, schaut gar nicht schlecht aus. Das da schaut schlecht aus. Das machen wir mal weg. Wird auf jeden Fall noch einen Kontrast geben in der Hinsicht, dass hier auch noch ein Gelände hinkommt. Wie gesagt, hier kommt ein, hier sollte so ein kleiner Brunnen rein. Also sozusagen, dass ich den vielleicht von hier aus reinlaufen lasse oder von oben, dass ich da noch mal irgendwie ein Gewölbe drüber bastel, das dann halt dann runterläuft. Müssen wir mal gucken. Und dann kommt noch eine Rail hin, also ein Gelände. Kann man hier reinlaufen. Müsste eigentlich jetzt dann von den Ausmaßen her passen. Sonst wären halt die Räume dann doch ein bisschen kleiner. Aber wie gesagt, die Schmelze wird nicht größer als, ich sag mal, 5x5. Ich bin eigentlich eher bei 3x3. Wie gesagt, 5 hoch. Wird oben abgeschlossen. Aber das passiert dann hoffentlich alles beim nächsten Mal. Und ich hoffe, dass dann auch die Bank fertig ist. Beziehungsweise vielleicht mache ich auch, bevor ich dann sozusagen auch an der Bank weiterarbeite, noch ein paar andere Sachen. Und auf einmal seht ihr irgendwann, dass die Bank fertig ist und dann zeige ich euch. Machen wir natürlich am besten so. Okay. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, natürlich auch Verbesserungsvorschläge für die Bank und sagt, ey, mach mal das, wie kannst du dir das so und so vorstellen? Dann schreibt es mir in die Kommentare.
gerne an Discord zum Discord vorbeikommen. Auch schreiben, eventuell auch Bilder posten. Wie gesagt, bin gerade beim Discord ein wenig umgestalten. Machen wir da auch gerade ein paar Pläne. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen noch nach oben da. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.